Wie Reisemobile gebaut werden, das werden wir euch heute einmal zeigen. Wir sind in Panissière, das ist in Frankreich in der Nähe von Lyon, ungefähr 1,5 Stunden weg. Und hier wird in handwerklicher Schreinerqualität werden Möbel gebaut. Und alles wird hier von Hand gebaut. Der Karl ist mit uns dabei und wir haben Ulrika und einen der Werksleiter hier mit dabei. Die werden uns gleich mal erzählen, wie das Ganze gebaut wird. Wir können wirklich zugucken, das Ganze in einer Qualität, sodass möglichst danach nichts irgendwie rappelt, wackelt und so weiter in kompletter GFK-Bauweise. Hier sind verschiedene Baureihen, die wir dann auch sehen können. Wir haben heute den 21. April 2023. Wow, ich bin schon ganz aufgeregt und der Karl ist schon da. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle abgehauen da vorne, ja? Die haben mich alle gesehen und sind weg. Die haben mich alle gesehen und sind weg, ja. Hier ist kein Mensch mehr, es ist Freitagnachmittag. Ich grüße dich, Karl. Hallo, servus. Schön, dass du da bist. Ja, du warst schon ein paar Mal da. Das ist das neue Werk. Das ist das neue Werk, eins der modernsten von Trigano. Hier auf einer richtig tollen Fläche, total abseits, wo man normal nie sowas vermuten würde. Mitten in Panissière, kleines Dörfchen, wenn du hierher fährst, ist von Lyon gut 1,5 Stunden bergauf, bergab. Aber es rentiert sich natürlich und du bist einer der ersten Presseleute, wo hier eingeladen wurden. Ja, danke schön. Bonjour. Bonjour. Tu parles que le français? Je ne parle que le français, moi oui. Okay, super. Tu te parles comment? Je m'appelle Frédéric. Frédéric heißt er und tu travailles ici quoi? Alors moi je travaille chez Notin depuis 2019, début 2019. Ouais. Et je m'occupe de toute la partie organisation de la production et projet industriel. So, er macht die ganze Produktionsleitung, arbeitet seit 2019 hier und kümmert sich drum. Du kennst ihn schon? Ich kenne ihn vom Sehen, ja. Ihr beide kennt das schon. On voit beaucoup ici, mais la situation ici est très paysanne, parce que travailler ici est comme dans les vacances, c'est ça? Effectivement, tout à fait, oui. On a une usine à la campagne. So, ich habe gefragt, also arbeiten hier so ein bisschen wie im Urlaub, denn man ist hier auf dem Land. Il y a beaucoup de vaches? Non, il n'y a pas beaucoup de vaches, non. So, man hat also hier nicht ganz, ganz viele Kühe, aber hier wird eigentlich das Geld gemacht. On voit des fermes ici, oui. On voit beaucoup de gazon. Des gazons, du pré, c'est ouvert, effectivement. Okay, und da vorne sieht man natürlich also ganz, ganz viel Gras, viel Grün ist hier. Und combien de gens travaillent ici? Alors ici sur le site, il y a 110 personnes qui travaillent. Ja, 110 Leute arbeiten hier. Et ça c'est les stocks des voitures? Ça c'est les stocks des camping-cars terminés, effectivement. Okay, das ist also das Lager der fertigen Camping-Cars. Und wie man sieht, hier vorne, ja, eine Protection contre? Contre la grêle, c'est les filets anti-grêle. Ja, es gibt nichts Schlimmeres wie Hagel. Jetzt sind die fertig gebaut, das kennst du. Und die ganzen Fenster gehen nämlich kaputt, weil die Autos selber sind natürlich hagelsicher. Aber es könnte immer mal passieren. Und da ist natürlich ein Hagelschutz drüber. Ja, das ist der einzige Hersteller, wo ich kenne, wo in der Art auch Fahrzeuge lagert, mit richtigem Schutz, mit Netz, mit allem drüber. Also vor Vögel, vor Hagel, vor allem geschützt, eingezäunt und die Dinge stehen halt wirklich sicher, bis sie Richtung Deutschland laufen. Okay, c'est très bien travailler ici, pourquoi? Alors les conditions de travail sont très bonnes. On a une usine qui est toute neuve. Depuis novembre 2017, elle a été inaugurée. L'histoire de Notin s'étale sur une centaine d'années et donc l'usine effectivement est toute neuve, les conditions de travail sont très bonnes, l'usine est très lumineuse, vous pourrez okay. le constater quand on sera also, à l'intérieur. Unglaublich viel Licht, sagt er, es macht doch Spaß hier zu arbeiten, die Fabrik ist ganz ganz neu und die Firma gibt es seit über 100 Jahren, avec la lumière c'est très très important. Très lumineux, oui, très lumineux. Also es ist unglaublich hell da drin, das werden wir gleich mal sehen. Et le toit de l'usine rappelle les toits des lanterneaux et les toits des camping-cars. So, das sieht man hier vorne und zwar haben die früher, nämlich in den ersten Notins, die gebaut worden sind, das habe ich zumindest mal gesehen in den 50er Jahren, dans l'année 53, je pense, il y a un camping-car à l'exposition, avec un truc comme ça, parce qu'il fait la lumière. Oui, la lumière dans le véhicule, oui. Ça reflète la lumière dans le véhicule. Genau, die haben das nämlich auf das Dach, haben die. Das Schild des Camping-Cars. Genau, das ist nämlich so, dass das Markenzeichen, die haben früher die Beleuchtung über das Dach gemacht. Ja, das war früher, du weißt das selber, auf den Zirkuswagen, da war das immer drauf. Ja, das war auf die Zirkuswagen immer wie so ein Dach und da waren die Fenster eingebaut, damit du innen natürlich Licht hast. Keine schlechte Idee, auch für die heutige Zeit. Ja. Und
auch die ganze Fabrik ist das gleiche Prinzip, wenn du die Fabrik siehst, erinnert an die alten Zirkuswagen, an die alten Wohnmobile. So, das sieht man hier sehr schön. Maintenant, c'est vendredi, l'après-midi. Oui. Et il y a fini de travail, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. On a fini ce matin 11h. So, also, ist Freitagnachmittag heute. Sie haben aufgehört zu arbeiten und wir gehen jetzt gleich mal rein. La qualité est super, parce que tout le bruit, si tu conduis la voiture, ils sont minimés, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Quand on termine le véhicule, on fait un essai route du véhicule pour écouter tous les bruits et résoudre tous les petits bruits qu'on peut avoir. Okay, also Sie machen extra Testfahrten, damit die Geräuschentwicklung getestet werden kann, direkt am Eingang. Und das ist auch das, was wir gleich mal sehen werden. Und Sie testen das Ganze natürlich auch noch gegen Regen. Ja. Sehr, sehr wichtig. Il pleut, il y a un gros problème avec les camping-cars. Et ça, vous avez aussi un test avec la humidité. Un test d'étanchéité, oui. On a une cabine d'étanchéité où le véhicule va être testé pendant 3 heures pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'intérieur. Also 3 Stunden testen Sie die Autos, dass auch ja nichts nach innen reinkommt, dann ist er auch dicht. So, und das ist eine ganz wichtige Person. Vous êtes très important ici. Vous s'appelez comment? Je m'appelle Orica. Je suis assistant de direction. Et on dit tu à toi, c'est ça? Orica, mon nom est Sven. Bonjour. 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 So, guten Tag, habe ich gesagt. Sans en notant. Ça, c'est une très, très longue histoire, mais tu travailles depuis quand? Depuis 2010. Okay. Et Notin, c'est le nom de famille du premier fondateur de cette marque. Okay, das ist die, ist der Name der Gründer, die hier dabei sind. Seit über 100 Jahren sind sie da. Und hier sieht man, on voit plusieurs camping-cars ici, qui sont très, très vieilles sur les photos. Donc c'était le premier camping-car, oui, effectivement. Okay, das sind die ersten Camping-Cars, die hier gebaut worden sind. Und guck mal, Karl, da oben, da siehst du dieses Dach, oder? Ja, genau, das ist genau das Dach, wie du jetzt in der Fabrik auch siehst. Hier das Dach genau, bloß in groß nachgebildet. Wäre vielleicht auch mal eine Marktlücke, sowas wieder zu bauen. So, das sieht man auch hier oben drauf, auf den Wohnwagen, sur le caravan. On a aussi le même toit, c'est ça, avec les fenêtres. Oui, tout à fait. Okay. Und hier sieht man nochmal rein. Also, da werden wir jetzt mal reingehen. Et ça c'est quoi? Parce que ça c'est très, très, très intéressant, c'est quel matériel? Ça c'est une maquette d'un véhicule que l'on avait fait pour un salon. So, das ist jetzt von einer Ausstellung haben sie gemacht, also das ist so eine Art Prototyp, mais tout est fabriqué sur l'ordinateur, CAD, c'est ça? Tout à fait, oui, on a la CAO qui nous permet de visualiser nos véhicules complets. Okay, Sie machen das alles mit CAD, visualisieren das Ganze und werden jetzt gleich mal in die Produktion reingehen. Si on a une nouvelle voiture, comment est-ce qu'on... si quelqu'un a une wish, une... comment est-ce qu'on dit, quelque chose nouveau, il veut l'avoir, parce que ce sont les marchandises qui disent toujours, oh, on a besoin de ça, cette, quelque chose comme ça, mais fabriquer un nouveau truc, ça c'est une grande chose. Hein? Ça c'est notre bureau d'études qui va faire l'étude en fait en fonction des besoins clients, en fonction d'une vieille stratégie que l'on fait aussi au niveau du marché du camping-car. Okay. Also Sie haben eine große strategische Abteilung, die das Ganze plant, die haben natürlich immer unglaublich viele Wünsche, alle wollen was Neues konstruieren und die müssen das dann machen. Et ici on voit le matériel. Il y a une grosse différence entre votre mode de fabrication et d'autres. C'est GFK, comment est-ce qu'on fibre? Ça c'est du composite, ça, du composite et de la fibre. C'est notre ce que l'on met pour alléger aussi le véhicule sur notre capucine. Okay, also das ist der Riesenunterschied. Gebaut wird hier aus Fiberglas. C'est comme un bateau, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est exactement la même matière que pour un bateau. So, und das ist also genau das Gleiche. Und das ist der große Unterschied, Karl. Du siehst das hier. Der Kunststoff, der hält ein Leben lang. Das siehst du ja hier schon. Das Material ist ja ganz anders gemacht. Das ist ja eine ganz andere Stärke. Das ist viel stabiler, wie wir vorher ja schon live auch gesehen haben. Fasst sich auch von der Haptik her ganz anders an. Das muss man einfach mal gefühlt und gesehen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Et si il arrive quelque chose, tu as un problème avec une arbre, quelque chose comme ça, on peut faire une réparation? On peut réparer, tout à fait, on peut réparer. Okay, man kann das Ganze reparieren, falls man mal einen Baum getroffen hat oder sowas. Das sieht man hier. Mais ça, c'est un grand travail. Combien de positifs on peut faire sur une, avec une forme? Plus de 100? Non. Tu ne sais pas. Parce que normalement, il y a un nombre de,
des articles tu peux faire avec une forme et après il faut détacher la forme, tu ne sais pas. Non. Okay, c'est pas grave. Also ich habe ihn gefragt, wie viele positive man aus einer Form ziehen kann. Er weiß es nicht ganz genau, das ist aber auch nicht so schlimm. Und hier sieht man die ganze Bauweise, also wie angefangen wird. Et on commence où? Là-bas. Okay, also fangen wir hier an. Et on va quoi ici? On va aller voir la menuiserie. Okay, das ist die Schreinerei. Un des gros points forts de Notin, c'est sa menuiserie bois. Okay, sie machen alles aus Holz. Donc nous avons une menuiserie complètement intégrée avec 13 postes de menuisier. 13 postes? Oui. Okay, 13 verschiedene Arbeitsstationen haben sie hier. Menuisier ébéniste. Okay. Où nous travaillons le bois massif, nous travaillons des essences de chêne et des essences de hayou. Okay, sie arbeiten mit Massivholz, mit Multiplex und mit Kompositmaterial. Und hier sieht man eigentlich ganz schön, das ist echtes Holz. Ça c'est vrai bois, c'est ça? Oui, c'est du bois, c'est du vrai bois. Et nous travaillons aussi sur du recyclage pour travailler sur le poids des véhicules avec des mousses. Ah, avec des mousses? Avec des mousses, tout à fait, oui. Pour ah, ça c'est très, très léger, c'est ça? Oui, pour gagner en poids. Okay, um also das Gewicht zu sparen, haben sie auch so Kompositmaterial, das sieht man hier sehr, sehr schön, damit das Ganze leichter wird. Et je pense aussi, ça c'est très, très léger oui. Et très, très durable aussi. Oui, tout à fait, oui. Oui. Okay, also oui. Sehr, sehr lange haltbar, das sieht man hier. Mais ça c'est une très grand travail. Et ici, tu vois le numéro de voiture? Les numéros des véhicules, oui. Le type de véhicule et toute la liste des meubles qui seront mis dans le véhicule. Hier sieht man also die ganzen Möbel, jede Einzelteile, alles ist hier in der Box drin. Du erlebst dein eigenes Fahrzeug hier, wie es gebaut wird. Wir haben es auch schon nachvollzogen. Da ist ein Bauteil für La Marca, für einen Kunden von uns. Du kannst das eigentlich nachvollziehen vom Bauen, speziell für ein Fahrzeug, bis zum Schluss. Das ist sensationell. Tu travailles avec des machines CAD? Oui, on va les voir. So, das werden wir gleich mal sehen. Also viele, viele CAD-Maschinen, die hier laufen. Donc, nous allons passer dans le magasin bois. Ja, also wir gehen durch die Holzwerkstatt. Wow! Tout notre stock bois. Das ist das ganze Holzlager. Le stock des pièces qui est reçu. Et pour la visite, nous avons installé des meubles spécifiques pour des gros véhicules, Liner, Calgary, la gamme Excel, où nous avons du véhicule avec du bois massif. Où? Ici. Also, Sie haben sogar Liner-Möbel. Ce sont nous qui fabriquons les pièces avec les bois entiers. Par rapport à ça, on a une différence d'épaisseur, on a une différence de massif. Aus massivem Holz. Gibt's sowas noch in Europa? Ja, bei Notin. Du siehst das hier, das ist also wirklich massiv. Das ist eine ganz andere Qualität. Auch wieder unsere Geräusche natürlich. Ganz andere Qualitätsstruktur. Da ist Qualität versteckt, da ist es ja eigentlich. Auch wenn du drüber fährst, du ziehst ja hier keine Spreißel oder was ein. Es ist halt wirklich super, super sauber verarbeitet. Und das kannst du in der Produktion hier nachvollziehen. Et ça, c'est un vrai métier encore. Ébéniste. Vrai métier d'ébéniste, d'où le parc machine que l'on a ici. So, richtige Schreiner, die hier arbeiten. Das ist der ganze Maschinenpark, den man hier sieht. Es geht aber noch weiter. Hier vorne sind noch mehr Möbel. Ja, aussi d'autres, qui sont... D'autres Möbel, qui sont aussi, qui ont des parties massives. Also, sie sind teilweise massiv. Teilweise haben sie Multiplex-Material. Et on a tout type de meubles. Un meuble cuisine. Also, das ist Küchenmöbel. Un placard de chambre. Okay, das ist zum Beispiel ein Kleiderschrank. Un placard pour mettre la télévision dans un véhicule Calgary. Das ist der Fernseher, also zum Beispiel Fernseheinheit. Et des placards derrière. So, und das ist für hinten, also die eingebaut werden später. Das sind die Schränke, die du siehst im Queensbett. Das sind die Schränke links und rechts vom Queensbett. Fernseher, vielleicht erinnern sich die Zuseher, das war der, wo Julien vorher so runtergeklappt hat. Das war dieses Fernsehfach. Echt? Ja. Das genau. Hier, oder? So sieht es am Anfang aus. Ça, c'est pour la télé. C'est pour la télé, dans la chambre. So, das ist im Schlafzimmer für... Et ça c'est aussi les gères, les poids, et quel poids? Ça, je sais pas, le poids là-dessus, je pourrais pas dire, je sais pas. Ungefähr, wenn du es mal hochhebst, was wiegt das? So richtig leicht. 2-3 Kilo? 2-3 Kilo vielleicht. 2-3 Kilo vielleicht. Sieht natürlich richtig massiv aus. Si il arrive quelque chose, tu peux voir le numéro ici sur les meubles, si tu déinstalles ça? C'est ça, c'est pour ça que tout est tracé, on trace les numéros de meubles et les numéros du véhicule. Guck mal hier, da sind sogar nochmal wie beim normalen Schreiner die Zahlen drauf, siehst du? Naja, du siehst natürlich, dass er alles einzeln gebaut wird, für Modell, Modell, aber immer wieder gleich nachgebaut. Und das Interessante ist, wenn du jetzt nach links mal guckst, da ist das Ersatzteillager. Wenn du jetzt zum Beispiel für einen Notant, der 3 Jahre alt ist, irgendein Holzteil benötigst,
Da gibt es das Holzteil noch. Oui. Und man kann es natürlich si, jederzeit nach. Si la rive quelque chose dans l'intérieur et tu besoin quelque chose, tu as une stockage avec. Oui. Tout le stock se situe ici. On a nos magasiniers qui vont préparer les pièces pour ensuite être envoyés en menuiserie pour être assemblés. Also, Sie haben ein großes Lager und falls irgendwie eine Anfrage kommt, da gibt es Mitarbeiter, die das Ganze hier dann auch bearbeiten. Et ça va très très cher le travail. Ça prend combien de temps pour faire un hautain? Alors pour faire un hautain, on a plusieurs types de temps. On a les Fiat où on prend entre 350 et 500 heures. 350 heures. Oui. On a la gamme Calgary où on est sur du 900 heures, la gamme Volga où on est sur du 1200 à 1500 heures et notre liner qui lui prend 2000 heures. 2000 Stunden für einen Liner, ja. 1500 Stunden für einen Calgary. Ja. Jetzt weißt du, wo die Kohle herkommt, oder? Jetzt rechne doch mal 1000 Stunden mal 100 Euro. Da bist du schon bei 100.000 Euro. Das war ja das Thema. Ich kann was schnell durchhauen, dann sieht es dementsprechend aus. Und ich kann diese Qualität bauen, dann dauert es länger und kostet auch ein bisschen mehr. Du kriegst ja was fürs Geld. Übrigens. Tu n'as pas compris. Non, je ne comprends pas l'allemand. Il a dit, si tu veux avoir quelque chose avec une qualité haut de gamme, oui. Tu as besoin plus de temps pour faire la fabrication. Tout à fait, c'est exactement ça. Und das ist der Grund et ça c'est la raison pourquoi ça coûte plus cher. Et c'est pour ça que ça coûte plus cher et c'est pour ça que Notin est une marque haut de gamme. Okay. Mais pourquoi est-ce que tu penses que les Allemands ils ne savent pas la qualité de nos parce que Karl il fait le marketing pour ça, mais il faut expliquer les produits, c'est ça? Il faut expliquer le produit et parce que les Allemands n'ont pas encore vu ton film. Sie haben noch nicht meinen Film gesehen, hat er gesagt. Super. Et ça c'est quelle machine, celui-là? Alors sur les machines, ce sont des ponceuses. Là, on est sur une ponceuse à bois où on va rendre le bois le plus plan possible, le plus droit possible. D'accord. So, das, ich glaube, er hat gesagt, dass es eine Stanzmaschine ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht so aus, als wäre es eine Stanzmaschine, weil hier vorne ist nämlich rauf und runter. Okay, klasse. Und ici. Ponceuse, c'est aussi une ponceuse à bande. Okay, also die punktiert also auch irgendwas. Und avec tous les bois, ça vient d'où? Le bois, donc on a un fournisseur, non, on a différents fournisseurs qui nous livrent nos pièces et on a tous nos bois sont découpés par notre fournisseur qui va nous livrer les pièces, qu'on appelle ça à plat en fait, le stock est à plat. Okay. Le stock, les pièces sont découpées et livrées ici, c'est tout le stock qu'on a devant nous. Ach so, er hat verschiedene Lieferanten, die ihm schon fertig zugeschnittenes Holz liefern, das er dann nicht selber machen muss, oder? Genau, okay. Es gibt bestimmte Teile, die lassen sie natürlich vorbereiten woanders, ist auch wesentlich besser und der Rest wird hier zugeschnitten. Der Rest wird hier zugeschnitten. Ja. Super. Nächste Station. Nächste Station. Next Station. Alors, après la menuiserie, lorsque les différents meubles sont constitués, on va passer sur la partie vernis, vernissage, peinture. Peinture, also die Lackierabteilung. Oui, on va laquer les différents meubles. On a un process qui est relativement simple. On va rentrer les différents meubles ici. On a une première cabine de peinture où on va faire une première couche qu'on appelle l'après, qui est une couche en fait qui va nous permettre de révéler les petits défauts qu'on peut avoir dans le bois pour pouvoir les corriger. Okay, also es gibt so eine Art Füller, der hier angebracht wird. Der wird oben drauf aufgebracht, um so leichte Unebenheiten dann abzudecken. Oui. Ensuite, on a la partie égrenage où on va venir justement vérifier qu'il n'y a pas de défaut dans le bois. On va venir vraiment gratter toute sa partie bois. Et ensuite, on a la deuxième cabine qui, elle, va nous faire la partie finition où on va venir peindre correctement le meuble. Je dois voir ça. Ok. Das sind hier die Teile, die werden hier lackiert. Ok, super. J'aime beaucoup que tu vois un peu que ça, c'est des vrais bois encore. Ah, c'est du vrai bois, oui. Ah oui, là, on est sur du vrai bois, effectivement, oui. Also hier die ganzen Oberflächen, tout le surface, on voit que ça c'est vrai bois. C'est du vrai bois, on voit le veinage du bois. Man sieht die Venen vom Holz, sieht man. Und das ist das, was er auch sagt, also das wollen sie auch so lassen. Tu laisses ça comme ça, parce que ça, oui. Ça c'est une preuve de qualité. Et c'est une preuve de qualité pour nos clients, effectivement. So, das ist der Beweis für die Qualität, dass man noch sieht, dass es echtes Holz ist. Si tu vois le bois, artificiel, plastique, tu n'aimes pas. Le stratifié, nos concurrents, ils font pas du bois, ils font du stratifié. Et c'est pour ça aussi, c'est une des forces de Notin, c'est qu'on a vraiment du bois, du vrai bois.
Ja, die meisten anderen machen nämlich kein echtes Holz. Was machen die? Ja, die machen hier Plastik. Jeder Furnier. Hersteller arbeitet mit Furnier, Plastikfurnieren. Und hier, wie man vorher beim echten Fahrzeug auch gesehen hat, du siehst einfach die Venen drin. Du hast dieses Gespür, wenn du übers Holz fährst. Das ist halt einfach eine ganz tolle Geschichte. Wenn du auch hier mal drauf guckst, das fasziniert mich immer wieder. Siehst du? Ja. Du siehst alles, diese Venen drin. Holz lebt, der Holz ist ein toller Stoff. Holz ist ein warmer Stoff. Man muss das einfach mal anfassen, man muss das einfach spüren. Wahnsinn. Et ça c'est la partie numéro 2? C'est la partie numéro 2, où on vient faire vraiment la finition. D'ailleurs, devant nous, on a un lit de liner. Okay. Das ist das Bett aus einem Liner. Das ist die Station Nummer 2 hier. Und hier wird alles dann nochmal lackiert, encore une fois. Oui, là la pièce est terminée et on voit encore une fois effectivement les veinages. Okay, man sieht immer noch die kleinen Venen, man sieht, dass es Originalholz ist und darauf kommt es auch an. Ich glaube, die Leute haben so ein bisschen verlernt, wie Holz aussieht. Kann das sein? Ja, das ist oft das Problem. Die Leute greifen über eine Hochglanzplatte drüber, wo irgendeine Maserung drunter ist und sagen, oh, tolles Holz und ist aber pures Plastik. Das ist echtes Holz hier und das ist, fasst sich schon anders an. Das muss man also wirklich fairerweise sagen, egal wie. Das sieht sich auch anders an. Pas de barcode, c'est quelqu'un qui a écrit ça avec la main. Ici, liner 26. C'est le liner 2611, mais ça, c'est une cale. Ça, c'est une cale qu'on utilise. C'est pas une pièce qui ira dans le liner. C'était pour avoir une indication sur, sur la pièce. Also, das hat jetzt eigentlich nur gemacht, damit man später wiedererkennen kann, was es ist. Ja. Krass. J'aime ça beaucoup. Vraiment. Super, c'est nickel, Tom. Tout le chose, j'ai déjà vu. Also das Ganze, was ich schon gesehen habe, ist wirklich einzigartig schön. Quand on a terminé sur la partie vernis, les pièces arrivent ici, où elles sont terminées, sèches, on peut les manipuler, on peut les utiliser. Also die sind jetzt trocken und kommen hier an, die ganzen Teile, nach dem Lackieren. Tu vois ici la mousse, qui permet de dire que le meuble est ultra léger. Ach, es wird anschließend nochmal ausgefräst, ja, das sieht man also hier. Das ist übrigens auch nochmal der Schaum, der jetzt innen drin raus ist, der ist hier ausgefräst. Und ihr könnt es hier sehen, der ist hier nochmal ein bisschen zu sehen. Und das ganze Teil, ich darf mal, c'est presque rien. Ja, ist fast gar nichts, wiegt das. Stark. Okay. Quand les meubles sont terminés, ils vont passer sur la ligne panneau, sur la ligne les îlots, sur les différents îlots pour être préparés, pour ensuite être expédiés sur ligne. So, die werden dann anschließend hier zusammengebaut auf den jeweiligen Stationen, die hier reinkommen. Un camping-car aussi, c'est ce que tu as derrière toi. Un camping-car, c'est une caisse avec des différents panneaux. Le panneau droit, le panneau gauche, le toit et le panneau arrière qui sont préparés sur cette ligne complète ici. Tout le long du mur, tout ce que l'on voit ici, c'est la ligne panneau. So, hier sieht man also, ein ganzes Reisemobil besteht ja eigentlich nur aus wenigen Teilen. Die Seitenwände? Die Seitenwände, Boden, Dach und so weiter. Und hier siehst du jetzt die Station, wo die Seitenwände montiert werden. In sich selbst für jeweils 2 Wohnmobile, so wie es im Moment ausschaut. Und das sind die Seitenwände, wie du sie normalerweise nie siehst. So, hier sieht man nämlich sehr schön den Aufbau. Das ist nämlich das, on a déjà parlé beaucoup de temps de fabrication et la différence entre plusieurs d'autres, qui fait aussi le GFK, mais dedans et bois. Bois et styropour? Non, pas ici. C'est justement une des forces de Notin, il n'y a aucun bois dans nos panneaux. Nous avons une carrosserie qui s'appelle la carrosserie NCIS, Notin Composite Inaltérable System, avec du styrodur à l'intérieur. Nous n'avons aucun bois, ce qui fait que les panneaux sont imputrescibles. So, er hat gesagt, also das gibt es bei Notin nicht. Notin fertigt GFK und innen drin Styroform. Styroform, oui, tout à fait. Genau, Styroform ist innen drin. Et la humidité a aucune chance. Non, aucune chance d'humidité. Also die Feuchtigkeit hat überhaupt keine Chance, da irgendwie einzudringen. Und hier sieht man schön die Seitenwände. Et si il arrive quelque chose, tu peux faire aussi un nouveau? Si, oui. Okay, oui. Also wenn mal irgendwas kommt, man kann auch neue Seitenwände machen, die einbauen. Das könnt ihr auch reparieren bei euch? Mach mal ab und zu, wenn es mal richtig knallt. Wenn es mal richtig knallt. Genau. Et ça, c'est très, très durable. Si, je vois aussi que tous les portes sont, ils sont utilisables après. Utilisables et tout. Quand on reçoit le panneau, on a déjà les portes qui sont dessus par notre fournisseur et nous, on fait la découpe et c'est ce panneau qui va se retrouver dans la soute, qui va faire la porte de soute. Okay, super. Also die schneiden die so aus, dass anschließend diese Teile auch wieder weiterverwendet werden können. Et ça c'est la même matériel ici? C'est la même matière, c'est le même matériel. Okay. Avec des renforts pour les poignées.
Hier sieht man das. Da sind auch schon bereits für die ganzen Schlösser, die Ausfräsungen sind mit drin. Aber es ist auch interessant, dass das so exakt gemacht werden kann, dass das hier genauso stehen bleibt. Siehst du das, Karl? Das ist hier von den CNC-Fräsen, ist das so genau gemacht? Absoluter Hammer, weil die ganzen Teile bleiben an Ort und Stelle. Du nimmst das Teil raus, machst im Prinzip die Rahmen rein am Schluss, bringst die Schlösser hier in Anschlag und hast die komplette Wand eigentlich fertig. Ja. Also ist schon toll gemacht. Und hier werden auch gleich schon die Fenster eingebaut. Les fenêtres sont déjà installées. Sur la ligne panneau, on installe la baie extérieure et ensuite on vient mettre la cadre de baie intérieure. Okay, also hier werden auch schon mal alles, was extern irgendwie eingebaut wird, wird schon eingebaut, ist auch schon hier da. Hier sieht man die Fenster, das sind die Einzelteile. Oui, il existe des toits où tous les à cause du pandémie et d'autres choses, les fenêtres sont pas disponibles. Est-ce que tu as arrivé ça déjà? Oui, on a eu des ruptures au niveau des fenêtres, mais là actuellement, on n'a plus de rupture sur la partie baie et fenêtre. Okay, sie haben keine Unterbrechung mehr. Sie hatten vorher Unterbrechungen, das hat man ja gemerkt bei vielen Leuten. Dann mussten die gebaut werden, ohne Fenster, wurden zugeklebt. Also es war für uns ein Desaster. 1,5 Jahre richtiges Desaster. Mit unseren Kollegen von Notre Dame, wir waren jeden Tag am Zittern, was kommt nicht. Okay. War Desaster. Mais maintenant, c'est mieux. C'est mieux, on a encore des ruptures, mais c'est mieux. So, sie haben noch leichte Unterbrechungen, haben sie wegen den Ersatzteilen, aber es ist viel, viel besser. Même les lits sont fabriqués ici? Les lits sont fabriqués ici. Ça, c'est un lit pavillon, le lit qui va à l'avant du véhicule, qui monte et qui descend. Okay, das ist jetzt so ein Hubbett. Das wird auch hier gefertigt. Hier sieht man sehr, sehr schön. Alles in Handarbeit, auch hier wieder echtes Holz. Vrai bois? Vrai bois aussi, tout à fait. Okay, also echtes Holz. Sowas kennt man gar nicht mehr oft, oder? Überhaupt nicht. Vor allem in der Qualitätsstruktur. Du siehst auch hier den Zusammenspiel. Echtholz, Aluminium als Verstärkung. Dahinter einen richtig geilen Lattenrost. Also wirklich toll gemacht. Ich bin jetzt mal total verblüfft, wie schön das gemacht wird. Also wirklich. Et qui est responsable pour le finish, qui est responsable pour la qualité après? Alors, on a un service qualité. Qui va faire le contrôle final du véhicule, mais sur chaque poste, chaque opérateur doit contrôler la qualité de son travail. Also jeder ist selbst verantwortlich natürlich für das, was er tut, aber sie haben noch eine große Qualitätskontrolle, die anschließend stattfindet. Hier sieht man auch ein paar schöne Sachen. Also überall gibt es Stationen, wo etwas gebaut wird. Ist das quoi? Ça, c'est une cloison sur des véhicules qu'on appelle le Vera. C'est la cloison qui va aller à l'arrière pour faire toute la partie penderie. Okay, also das wird hinten angebracht und wir gehen jetzt mal geradeaus, hat er gezeigt, ja. Tu fais ça très bien, pour moi. Er gibt mir dauernd so Direktiven, das könnt ihr jetzt nicht sehen, wo ich lang gehen soll, damit ich ja nichts Falsches zeige, was irgendwie da ist. Donc ici, on est sur les stations 3 et sur les stations 4, où on vient préparer les meubles, justement, qui vont partir dans les véhicules. Okay, da sind die ganzen Möbel, die werden jetzt zusammengebaut. On vient mettre toute la partie LEDage. So, da wird das Licht eingebaut. On vient mettre toute la partie des accroches. Die ganzen Beschläge. De porte. Ja, okay. On vient, tu vois, faire les différents raccordements électriques. So, die ganzen Kabel werden noch. Là, on a un meuble frigo, mais à plat. Okay, das ist jetzt ein Kühlschrank. Der wird anschließend dann natürlich auf den Kopf gestellt. Und da sieht man das sehr schön, wie der gebaut wird. Mais ici, tu vois très, très bien. La mousse. La mousse, der Schaum, der da drin ist, der das Ganze so leicht macht, oder? Weil, ja, ein gros problème avec les, la barrière 3,5, le poids tonnes, 3,5 tonnes. Ah, 3,5 tonnes, oui. Tu dois pas, on ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Man darf niemals über 3,5 Tonnen kommen. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für alle Leute. Sie müssen unter 3,5 Tonnen bleiben. Ja, das ist das Problem jeden Tag, jeden Tag. Chaque jour, on a des problèmes avec le poids des véhicules. Ja, so, hier vorne sieht man auch hier so einen Schrank, der nochmal reinkommt. Okay. On va continuer maintenant, on va passer. Donc là, on est sur la fin des panneaux. So, das ist das Ende hier von den Panneaus. Ouais. Also, das ist ein Dach. Ça, c'est un toit. Ça, c'est un toit de véhicule. Das ist ein Dach. Da sieht man sehr schön, wie das Ganze eingebaut wird. Das Ganze ist natürlich auch so, dass sich die Leute nicht den Hals verrenken müssen. Die müssen also nicht aufs Dach steigen, damit die irgendwas machen. Hier siehst du schön, hier ist das GfK außen. Ja, das ist das GfK außen. Und es ist natürlich ja arbeitsplatzfreundlich gemacht. Beim Stehen oder so ist es natürlich leichter so zu montieren als wie auf dem Dach. Es gibt auch Hersteller, die machen erst die Kiste fertig und bauen dann die Fenster rein. Aber hier ist es wirklich so auch arbeitnehmerfreundlich und es ist, glaube ich, auch viel stabiler. Und viel. Il a dit, ça c'est très très agréable pour les travailleurs de faire ça ici, si tu peux
Excusez-moi, mon français est très bon. Ton français est très bon. Merci. Ici, c'est stock? C'est le stock. Fermé. Sauf que c'est fermé, donc oui. C'est le stock. On peut peut-être voir. On a plus de 13 000 références. 13 000 Einzelteile, 13 000. 13 000 références qui sont en stock. Peut-être pas autant qui tournent, mais on a toute la préparation de ce qu'on appelle les kits, qui ensuite sont envoyés sur ligne pour être montés sur les véhicules. Also, da gibt es ein großes Lager, 13.000 einzelne Ersatzteile, die Sie vorrätig haben. Kannst dir vorstellen, da gibt es einiges zu tun. Jetzt ist das Werk ja ganz neu. Wie sah denn das vorher aus? Du kannst dich noch daran erinnern. Also, das alte Werk ist überhaupt nicht vergleichbar. Das war wirklich, wie soll man sagen, wie vor 100 Jahren. Heute wächst Gras drin, es ist einfach nicht vergleichbar. Man hat damals Riesenfahrzeuge in ganz kleiner Fläche gebaut. Und heute zählt das hier zu den modernsten Werken in Europa und aus eines der Spitzenwerke von Trigano. Und il a dit que la dernière usine n'est pas comparable avec ça. C'était laquelle, la dernière usine? Die letzte, la vieille usine, il a dit, oui. Oui. Non, la vieille usine, non, n'était pas du tout comparable. Non, les conditions de travail n'étaient pas du tout les mêmes. Er hat gesagt, also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Die Arbeitsbedingungen sind überhaupt nicht die anderen. Also ungefähr wie hier. Okay, ici... On va traverser l'atelier, on va traverser complètement pour aller au tout début de la partie process. Là, c'est un liner. C'est un liner. C'est Iveco Daily ou quoi? Iveco. Ok, super. Iveco, pour le poids justement, pour le châssis Iveco, pour le poids de 7,5 tonnes. Okay, das ist 7,5 Tonnen, Iveco Daily, und so beginnt das Ganze. Hier ist praktisch das Fahrzeugchassis. Et qui produit les châssis? Oui. C'est fait ici. Le châssis, alors on reçoit le châssis de chez Iveco et ensuite on vient faire toute la partie préparation des planchers, double plancher, structure de plancher. So, man kriegt also hier das fertige Chassis, kriegt man von Iveco schon fix und fertig. Und das kommt dann hier so an und dann wird anschließend der Möbelbau draufgesetzt. Et on installe la face avant du véhicule. So, und hier vorne sieht man auch sehr schön, da ist der Rahmen auch mit drin. Ça c'est aussi du fer, ici? C'est, mein Gott, was heißt das hier? Steel? Steel? Steel also? Ist der, Safety. Oui. Safety? Safety. Da ist der Safety Frame. Ah, der Aluminium. Aluminium, oui, pardon, Aluminium. Okay, also es ist kein Stahl, es ist Aluminium, der hier verwendet wird. Und hier sieht man eigentlich einen Riesenunterschied zu vielen anderen. Und man darf auch mal eins zeigen, vielleicht ist das kein Geheimnis. Darf ich das mal zeigen, was hier steht? Du siehst es, ist Fahrzeugbaumeier. Und du weißt, wer Fahrzeugbaumeier baut? Es fängt mit M an, ja, genau, was da ist. Also das ist ziemlich gut. Ça c'est déjà fait en Allemagne, ici, toutes les fabrications du châssis, c'est ça? La fabrication du châssis est faite chez Iveco, et nous ensuite, nous faisons tout ici, en France, chez nous. Okay. Also alles wird hier in Frankreich selbst gemacht und die ganzen Chassis kriegen Sie direkt von Iveco, das sieht man hier sehr, sehr gut. Also das ist wirklich toll. Hier sieht man auch tout est modifié, c'est ça, dans le liner. Il y a des modifications qui sont faites, oui. Okay, hier sieht man sehr schön die ganzen Modifikationen. Das ganze Fahrerhaus wird hochgebaut. Ça c'est envelé, les was heißt ein Lenkrad? Les volants et envelé. Parce que normalement c'est plus bas le volant. Non, le volant il est à cette hauteur, c'est normal, hein, le volant il est là. On reçoit tout de chez Iveco comme ça. Nous on rajoute le premier plancher, la différence de le faux plancher, la structure de faux plancher et le plancher définitif. Mais toute la partie avant est faite chez Iveco. Ok, alles klar. Also alles das vorne kriegen Sie fix und fertig von Iveco geliefert. Das ist hier drin. Hier sieht man auch eine Tel-Air, une générateur. Oui, alors là, après, sur la partie technique, je ne suis pas assez calé. Ok, das ist nicht so schlimm. Also hier vorne ist noch ein ganz großer Dieselgenerator mit drin von Hatz, also ein Tel-Air 3000D. Den kann man direkt ab Werk bestellen, der wird dann auch gleich mitgeliefert. Der wird gleich mitgeliefert. Du kannst den auch wieder mit Waschmaschine, Geschirrspüler, wieder mit allem haben. Okay, super. Merci. Allez, on va aller au châssis, là où on commence justement les véhicules, là où les véhicules arrivent. On passera là après. Ja, okay. So, wir gehen anschließend dahin. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Jetzt geht's an die einzelnen Fahrzeuge ran. Donc le châssis, c'est on va passer par la porte. So, wir gehen durch die Tür. Une usine qui est séparée, c'est un il y a une séparation de par le fait qu'on fait beaucoup de mécanique. So, hier wird viel gearbeitet an den Chassis. Ach, ici c'est fait les châssis qui sont... Alors, on les reçoit. Ça, c'est un châssis qui est arrivé d'Iveco. Ce sera un prochain liner. Là, c'est un châssis qu'on n'a encore pas touché.
So, jetzt gibt es quasi, das wird der nächste Liner und so kommen die an, wenn sie von Iveco geliefert werden. Ja? Also hier sieht man es auch sehr, sehr schön. Also das sind die ganzen Sachen, die angeliefert werden und so wird dann praktisch hier reingefahren. Avec cette chaise. La chaise maison. Okay, das ist quasi ein vorübergehender Sitz, der benutzt wird, nur c'est juste pour déplacer du parking jusqu'à ici. Also es ist nur, um es intern zu fahren, ja. Derrière, nous avons un châssis Fiat. So, okay. De profilé Fiat. Also hier vorne sieht man das. Überall steht Fahrzeug bei Meyer drauf. Und hier vorne ist ein Fiat-Chassis. Und die kommen so an von Fiat, c'est ça? Oui, ça vient de chez Fiat. Ça vient de chez Fiat. Nous, après, au niveau de la préparation logistique, nous allons préparer le plancher. Là, il n'est pas encore... Là, on va travailler dessus lundi qui vient. Okay. On va travailler sur le plancher, on va installer le plancher, tous les coffres que l'on a installés. Et ensuite, il partira sur la ligne de production. So, anschließend wird hier dieser Boden drauf montiert. Und das wird hier schon gemacht. Und das, was von Fiat kommt, ist dieses Chassis hier, wie es hier angeliefert wird. Okay, j'ai compris ça. J'ai compris. Okay. So, das habe ich verstanden, habe ich gesagt. Et nous avons... Aujourd'hui, un troisième châssis. So, Sie haben noch ein drittes Chassis, oui. Un châssis Mercedes. Mercedes. So, es gibt noch ein drittes Chassis, das wird auch gebaut. Also es gibt einmal Iveco Daily, dann gibt es Fiat et Mercedes. Mercedes, là, on est sur un châssis Mercedes sur lequel nous avons déjà commencé à travailler. Là. On a déjà commencé à mettre de l'isolation et la prochaine étape, ça sera le plancher. So, jetzt wird erstmal hier vorne durchisoliert und dann anschließend kommt auch hier oben der Boden drauf. Hier sieht man auch die Zwillingsbereifung, sehr, sehr schön. Das hast du ein Chassis de 5,5? Oui, 5,5 Tonnen, oui. Okay, also 5,5 Tonnen wahrscheinlich hier, der hier kommt. Ja, Calgary, oder? Calgary wird es, ja. Okay, super. Das ist ein Calgary, non, c'est un Volga, ça. Volga. C'est un Volga. Okay, also hier kommt ein Volga, wird gerade gebaut, der vorne da ist. Der ist auf Mercedes-Benz und der Mercedes, ich zeig das mal gerade, tu peux envoler ça, Puma, juste, Puma. So, die kommen denn so an. Da sieht man vorne noch den Kühler und da ist nichts mehr drumherum. Da ist alles schon abgeschnitten, was da ist und der ganze Bau kommt dann drumherum. Dann geht es erst richtig los. So kommt das Ding eigentlich erst an und dann wird richtig dran gebaut. Aber Schritt für Schritt. Et tu sais pourquoi on met ça? Pourquoi? Pour des protections. Ah, pour des protections. Pour s'assurer que le châssis sera propre. So, das ist dafür gedacht, also das decken Sie ab, damit da auch kein Staub, kein Dreck und so weiter rankommt, ja, damit da auch ja nichts passiert. Das machen Sie hier und hier vorne sieht man natürlich, das ist der Mercedes Sprinter, der anschließend reinkommt. Avec une Fren. Ja, mit einer Telma Motorbremse, die ist auch schon eingebaut. Die sieht man hier vorne, irgendwo müsste sie in der Mitte sein, da. Da ist die Telma Motorbremse, die dafür sorgt, dass das Ding auch in Passstraßen wirklich optimal bewegt wird. Ha, très bien. Très bien. Sehr gut. Calgary, da vorne steht er. Combien des heures? 1200? Avec entre 1200, non, un Calgary, c'est à peu près 900 heures. Also 900 Stunden nur für ein Calgary brauchen die. Das ist halt richtige Zeit, ne? Et normalement, tu payes pour une heure en Allemagne presque 100 euros pour une métier. Si tu besoin quelque chose, qui fait dans la maison quelque chose, tu payes plus de 100 euros par l'heure pour un métier. Pour quelqu'un qui vient qui faire des réparations en Allemagne, oui. Ah, okay, d'accord. Ici, c'est peut-être un peu moins cher ici. Je ne pourrais pas dire, je ne sais pas. Er kann es nicht sagen. Ich habe zu ihm gesagt, also wenn man in Deutschland irgendjemand bestellt, dann zahlt man gut und gerne auch schon mal 100 Euro für einen Techniker. Und wenn da jetzt 900 Stunden drin sind, dann weiß man, ça c'est quoi? Chaque véhicule est pesé, ce sont des balances. So, jetzt wird anschließend gewogen. Das ist ganz, ganz wichtig, um das Gleichgewicht anschließend auszugleichen, la balance, okay. La balance. Pour être sûr qu'on est bien dans le standard de poids du véhicule de la carte grise. So, damit sie auch wirklich später bei der Auslieferung genauso viel wiegen, wie sie wiegen dürfen, wird jedes Auto verwogen. Mhm. Ist auch eine Besonderheit, also nicht jeder Hersteller wiegt die Fahrzeuge, muss man ja ehrlicherweise sagen. Hier gibt es für jedes Fahrzeug eine Gewichtskarte dazu, die wir auch bekommen, damit der Kunde weiß, was kann ich denn an Zubehör noch hinbauen. Okay. Ganz, ganz wichtig. Merci. Donc ici, on est sur les postes de finition, où on va venir nettoyer les véhicules avant le départ chez les concessionnaires. So, hier wird anschließend das Fahrzeug gereinigt. Das ist so praktisch die letzte Stufe, bevor es ausgeliefert wird. Ein Riesenreinigungsteam. Wie ist der Zustand, wenn du sie kriegst? Perfekt. Muss man wirklich sagen, wenn du jetzt reinguckst, und ich nehme an, dass der schon fertig ist. Das hast du déjà prêt? Cette voiture est déjà prêt? On va s'en rendre compte ensemble. Also, wir gucken mal rein. On a un véhicule qui est quasiment terminé.
So, das Fahrzeug ist pas encore terminé? Ou c'est terminé? Non, pas encore. Il est terminé au niveau des pièces. So, sie ist also fix und fertig zusammengebaut. Mais ça, c'est pas encore nettoyé. C'est pas encore nettoyé. Il est pas encore nettoyé. Les rideaux ne sont pas encore installés. Tu vois, on voit les rideaux qui sont sur le lit. Dans un véhicule, quand les rideaux sont déjà dans le camion, c'est qu'on est proche de la fin. So, hier sieht man also, sobald nämlich die Gardinen bereits schon angebracht sind, dann darf es ausgeliefert werden. Also ist soweit schon fertig, fix und fertig, aber noch nicht gereinigt, noch nicht endgereinigt. Und wie man sieht, die Gardinen sind noch nicht drauf. Auf der rechten Seite sind sie drauf, der linken Seite nicht. Der ist noch nicht ganz fertig, aber er sieht schon ziemlich cool aus. Hm. Könnte das einer für dich sein mit der Holzfarbe? Könnte, ich gehe fast davon aus. Ja, geht fast davon aus, dass es einer für dich ist. Es müssten so 30, 35 fast fertig sein für uns. Ici sont les rideaux pour cette voiture. Pour un prochain véhicule, oui. Ja, für das nächste Auto sind das hier die Gardinen. Gut. On a aussi... Karl? Je te parlais de l'étanchéité tout à l'heure. On a une cabine d'étanchéité où on vient mettre le camion, le véhicule, et pendant 3 heures, on arrose, on asperge d'eau pour vérifier qu'il est bien étanche. So, hier vorne gibt es ein Berieselungsstudio. Da werden diese Fahrzeuge, wahrscheinlich ist hier abgeschlossen. Wir können es mal ausprobieren. Oui, c'est déjà fermé, aber das ist nicht so schlimm. Da ist ein großes Berieselungsstudio. Oui, si, tu peux ouvrir. Also das ist, finde ich, auch richtig gut, dass sie das nochmal testen. 3 Stunden lang wird das Fahrzeug auf Feuchtigkeit getestet. Ja, es gibt ja fast keinen Hersteller. 3 Stunden steht das Ding drin unter strömenden Regen, von allen Seiten mit Wasser besprüht. Es muss halt einfach dicht sein und ich finde dieses, das ist eine zusätzliche Sicherheit einfach. Genauso wie anschließend die Probefahrt ganz wichtig ist. Absolut. So, und hier vorne sieht man, da gibt es so ein Rieselungsstudio. Wahrscheinlich sind hier Düsen. Ja, hier sind überall Düsen. Das sieht man das, wo das Wasser dann rauskommt anschließend. Et c'est quelle eau vous tu utilisez ici? On a une pompe, oui, avec un système de recyclage d'eau. Ja. Où on vient arroser, donc après l'eau est repassée en dessous, repart dans la pompe et est aspergée par les tuyaux qu'on voit ici. So, hier vorne sieht man es, also das hier sind ganz viele Düsen, die spritzen anschließend das Wasser hier drauf und das wird natürlich wiederverwendet. J'ai entendu que l'eau qui était utilisée et l'eau Des toitures, c'est de l'eau recyclée. Genau, also das ist... Aber ich meine, dass das Wasser besonders weich sein muss, glaube ich, bei solchen Tests. Also das ist, die verwenden normalerweise Regenwasser. Ja. C'est l'eau qui vient de... Des toitures. De si il, il neige pas, il... Il pleut. Il pleut. Oui. Et tu utilises normalement pour une test comme ça... On peut utiliser de l'eau, on peut utiliser cette eau-là. Et sinon, quand ça ne pleut pas, on peut utiliser l'eau du réseau. Okay, alles klar. Also sie verwenden normalerweise tatsächlich Regenwasser, weil das besonders weich ist. Und das Regenwasser entspricht ja genau dem, was da oben rüberkommt. Und hier wird 3 Stunden lang wird das ganze Auto beregnet. On laisse tourner pendant 3/4 d'heure. On fait un premier tour du véhicule et on remet ensuite 2h15. Donc en tout 3 heures. Et tu trouves souvent de moins en moins. Okay, weniger und weniger finden Sie Stellen, wo irgendwas reinregnet. Une place où ça peut être qui où? Les portes de coffre avec des joints, c'est pour ça qu'on fait des joints sur les portes de coffre. Ja. On peut avoir aussi des fois sur les porteurs Fiat au niveau des cabines, mais ça devient très rare. Okay, also ganz, ganz selten kommt es vor, dass in den Schlössern ein bisschen Feuchtigkeit eintritt, aber das sind meistens die Schlösser, sagt er. Also an dem normalen GFK sagt er, wäre nichts. Et même les fenêtres, ils sont... Alors, on a quasiment aucune fuite sur les fenêtres. Okay, haben überhaupt keine Probleme mit den Fenstern? Überhaupt nicht. Okay. Merci. So, wir gehen raus. Schön zu sehen. Hier sieht man das sehr, sehr gut. Das ist der Kanister. Da wird das Ganze auch recycelt. Oui. Recyclé. On le voit pas, il est dessous le camion, mais on a une cuve qui nous permet de recycler l'eau qui remonte dans la cuve, justement. Okay, also große Pumpe, une pompe. Und da wird das Ganze dann nochmal hochgepumpt. Donc on va visiter la ligne Fiat. So, wir sehen jetzt die Fiat-Linie. En termes de volume de véhicules,
On est sur une ligne ici qui est derrière nous, qui est la ligne Excel où on fait les Calgary et les Volga. On a une ligne qui avance tous les 15 jours. Toutes les deux semaines, on avance le camion d'un cran. Toutes les deux semaines. Also, alle zwei Wochen geht das Auto ein Schrittchen weiter vorher. Das heißt, es sont des stations, pas une chaîne. Des stations, ce sont des stations. C'est une chaîne, mais qui avance que toutes les deux semaines. Alle zwei Wochen nur. Jetzt überleg mal. Ich kenne das in anderen Verfahren, alle 15 Minuten oder 60 Minuten. Also hier alle zwei Wochen. Dann siehst du auch, warum, und du hast jetzt auch schon ein bisschen die Details gesehen, warum das auch länger dauert. Parce que je fais un autre film d'une usine où ça monte chaque 60 minutes. Non, on n'est pas encore là. On le voudrait, mais on n'est pas encore arrivé à ça. Ich habe gesagt, ich habe eine andere Firma gefilmt, da kommt es alle 60 Minuten. Par contre, sur la ligne Fiat, on a un tag time de 8h75 et bientôt de 7h, et on avance tous les jours d'une station. Ok. Donc là, c'est le premier poste où on va venir, le châssis que l'on a vu là-bas, oui, okay. Il a tourné, il est venu ici. Et là, on va venir commencer à faire le véhicule, où on va venir commencer à compartimenter le véhicule, faire la partie chambre, les cloisons du véhicule. So, er hat gesagt, also das ist die erste Station. Wir haben ja draußen gesehen, wie das Chassis dann aufgebaut wird, hier unten mit dem Boden. Und jetzt kommt der Möbel drauf, Möbelbau drauf. Tous les meubles viennent maintenant. Les meubles vont être mis après, mais oui, c'est ça. Okay. Die kommen jetzt anschließend drauf. Also so sieht anschließend das Fahrzeug so ein bisschen auf. Hier ist auch der Stuhl ein anderer. Ja, une autre chaise, ici. Plus confortable. Etwas komfortabler, der Stuhl. Okay. Sur la station 2, on a mis les cloisons. Sur la station 3, on vient mettre tous les meubles, justement. Les meubles que l'on a vus au vernis, on les retrouve ici. Ah, super. Also hier werden jetzt die ganzen Möbel eingebaut. Genauso hier. J'ai vu sur chaque... comment est-ce qu'on dit ça? Parce que j'ai vu que ici... Des cadres de porte. Des cadres de porte, mais... On voit le veinage, puisqu'effectivement, c'est du bois. Ok, mais qui est responsable pour faire une petite ligne ici dedans qui est flexible? Flexible, ça c'est la ligne, c'est notre ligne de fabrication sur les postes que l'on verra par la suite où on va venir faire la partie jointage. Ah, alles klar, das heißt, das wird ganz am Schluss, wird das anschließend abgedichtet. Und guck mal hier, Karl, hier siehst du schön den Unterboden, den Doppelboden, da ist jetzt ein technischer Doppelboden drin. Hast du natürlich alle Rohre, alles schön verstaut. Guck mal, wie das am Schluss gut liegt und du läufst da drüber und weißt nicht, was drunter ist. Das ist so locker gemacht. Und auch hier schon die Festigkeit. Ja gut, es sind überall Möbelverbinder drin. Das Ganze ist untereinander nochmal verbunden. Dann kommst du auch ran. Das ist die Dusche, die hier schon eingebaut ist. Das ist schon richtig gut gemacht. Also bin jetzt mal, guck mal hier, das ist zum Beispiel auch nochmal mit Streben, das Querstreben, wo man hinten fest drauf tritt, wo das Bett dann wird. Also wirklich die Heizungsverteiler hier wunderbar mit reingemacht. Hier siehst du auch den Schaum nochmal. Siehst du hier an den Durchlässen, da ist gelber Schaum mit drin. Das heißt, das Ganze kann wirklich kein Wasser aufnehmen. Und hier siehst du nochmal die Abdichtung. Guck mal hier. Da haben sie wirklich nicht am Material gespart. Oder? Nein, absolut nicht. Guck mal, das ist ja richtig dick. Guck. Richtig. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein. Technischer Doppelboden, das heißt, der ganze Doppelboden ist ja hier beheizt. Wie du siehst, hier die ganzen Leitungen. Et tout est chauffé ici dedans, les doubles sols. Oui, on a du chauffage sur tous les véhicules. On a même des véhicules qui sont nos Elite Editions, qui ont un chauffage central. Ok, sieht man das. Also das ist jetzt die Luftheizung, die Truma, die hier verwendet wird. Aber hier siehst du auch, dass du auch in den wichtigsten Teilen auch Kabelkanäle hast. Das hier ist auch ein Teil von der Heizung. Also das Blaue ist hier unten jetzt das Wasser, was jetzt abgeschlossen wird. Das ist natürlich auch später mal von der Reparatur eine Geschichte. Du findest alles wieder in diesem Boden drin. Du machst im Prinzip die Bodenplatte auf, kannst von oben überall rein, kannst alles reparieren. Du kannst zusätzliche Leitungen legen. Du hast Platz, irgendwas nochmal unterzubringen. Und je nach Version kannst du dann eine alte Warmwasserheizung, Truma, was auch immer mit einbauen. Das ist hier natürlich mit dem Bausystem relativ einfach gemacht. Hier sieht man auch nochmal hier die Beschaffenheit von dem Boden, das Polystyrol. Oui. Ja, Polystyrol mit GFK anschließend, mit dem Aluminiumunterbau. Da sieht man hier auch nochmal die Dicke. Ja. Du Styrodur aussi, c'est du Styrodur. Das ist Styrodur, sagt er. Und schön. So, das ist der Gaskasten. Ça, oui. C'est pour le gaz. C'est pour le gaz, oui. Oui. Le coffre à gaz. Coffre à gaz avec aération, justement. J'aime beaucoup que le sol est double toujours, parce que avec ça, on n'a pas de problème avec des... Ça, ce sont des protections, ça sont des protections que l'on met justement,
pour éviter de rayer les linos, les carpettes de protection, les carpettes que l'on a dans les véhicules. So, Sie haben es nochmal extra drunter gelegt, damit das Ganze nochmal geschützt ist. Ja, keine Kratzer oder irgendwas drankommen. Also das ist der Möbelbau Stufe 1, okay. Und hier sieht man auch schon den Anbau so ein kleines bisschen, der kommt hier schon durch. Obendrauf ist hier schon der Spoiler. Der Kapucine. Kapucine. La Kapucine, oui, on appelle ça la Kapucine. Die Kapuzineräffchen, ja. Die Kapuzine. Genau. Kapuzin. Also obendrauf kommt der Spoiler drauf. Genau. Und hier siehst du auch schon, hier wird verkleidet jetzt im nächsten Step. À la prochaine station, on vient faire toute la partie énergie, où on vient faire le coffre électrique, et on vient faire toute la partie plomberie. Also hier wird die ganze Installation der Wasserleitung durchgeführt, die Elektrik wird durchgeführt und ja, die ganzen technischen Installationen, toutes les choses techniques sont faites. Toutes les choses techniques au niveau, oui. On vient installer le frigo, on vient installer la partie cuisine. Si le véhicule a un four, on vient installer un four. Et ça, devant nous, ce sont les pièces dont on a besoin pour pouvoir installer tous les composants. Er hat gesagt, also Heizung wird installiert, es wird der Ofen installiert, ici c'est un Truma. Ici c'est une chaudière Truma, effectivement. Donc là on a tout le chariot qui sera destiné à ce véhicule. Et donc lundi on va travailler, on va prendre toutes les pièces pour les monter sur le véhicule. Okay, also jetzt am Montag werden diese ganzen Teile genommen, werden es hier eingebaut. Hier vorne ist eine Druckwasserpumpe, Schurflow. Oui. Okay. Die vorne drin ist. Wichtig ist auch hier Du Control. Le Du Control. Du Control ist Gas, toutes les pièces, les Booster et les chargeurs pour le coffre électrique. So, Ladebooster hier mit drin. Frigo. Okay. Les Toilettes. So, Toiletten müssen ja auch eingebaut werden. En besoin ça. Quelquefois. Ben, quelquefois, on peut en avoir besoin, oui. Ab und zu brauchen wir auch mal Toiletten. Sie lachen. Ja, das heißt ja auch müssen und nicht können. Genau. Ja, ich muss aufs Klo und nicht ich kann aufs Klo. Könnt ihr aufs Klo. So, also das wird hier eingebaut. Wir können da mal kurz reingucken. Das ist jetzt natürlich noch nicht fertig. Die ganzen Kabelkanäle liegen hier nochmal in Leerrohren. Das finde ich auch sehr bemerkenswert, dass also du die Möglichkeit hast, mit Ziehdrähten da eventuell nochmal was nachzurüsten. Und hier oben, guck mal hier nochmal, die Verstärkung mit dem Aluminium. Das siehst du sehr schön hier auf der Platte. Das Aluminium ist immer wieder verfolgt hier im Fahrzeug, weil es natürlich eine zusätzliche Verstärkung ist. Nicht nur Holz, ein paar Schrauben, sondern wie quasi ein zusätzlicher Rahmen überall gebaut wird. Guck mal, auch hier das Metall, die Halterung, die siehst du jetzt mal, die hier drin ist. Die an der Seite auch richtig hier mit Unterlegscheiben zwischengeschraubt wird. Da habe ich jetzt auch natürlich keine Angst, weil das hier richtiges Holz ist. Und dieses Schaummaterial, das wird an den Stellen verwendet, die etwas weniger tragen müssen. Okay. Und hier vorne siehst du auch nochmal das Schaummaterial von der Dusche, die Querschnitte. Alles, um Gewicht zu sparen. Das ist natürlich hier auch wieder dieses Schaummaterial bei der Dusche, weil viele fragen, ja, aber das ist ja echt Holz, was passiert da? Es passiert gar nichts, weil das ist wieder geschäumt, genauso wieder mit diesem Material. Also in der Dusche hast du eigentlich gar kein Holz, ja. Das ist eigentlich nur außen. Hier vorne siehst du das ganze Material auch nochmal. Die Duschtasse selber, die ist ja hermetisch abgeschlossen, deswegen darf die ruhig aus Holz sein. Genau, du siehst dann am Schluss gar nichts mehr, ist alles verbaut. Ach, super. Okay. À la prochaine station, on vient monter les panneaux. So, hier werden die ganzen Seitenwände anschließend montiert. Dans le véhicule, on monte d'abord tous les meubles que l'on a à monter et ensuite on vient fermer la caisse complète. Okay, also erst werden die ganzen Möbel gebaut mit allen drum und dran und dann wird anschließend geschlossen. Et tu penses en besoin les meubles pour la stabilité de voiture? C'est-à-dire? Les meubles sont une partie de stabilité de la voiture? Oui, oui, oui. Oui, okay. Oui, oui. Also die Möbel sind Teil des ganzen Rahmens und erhöhen natürlich die Stabilität. On travaille sur l'équilibrage justement du véhicule pour avoir le véhicule le plus stable possible. Okay, also so stabil wie irgendwie möglich. Une chose sont les bruits entre si tu conduis la voiture. Il y a d'autres que j'ai déjà entendu qui sont très très hautes dans les bruits. Et ici, tu travailles avec quoi? Pour éviter les bruits, nous allons coller derrière nos meubles. Ich zeige das mal gerade. Damit die so wenig wie möglich irgendwie quietschen, machen sie so einen Schaum drunter, damit die also nicht anfangen zu quietschen an der Seitenwand. Ja. Was für ein Aufwand. Überleg mal, Karl. Deswegen kommen natürlich ein paar Stunden zusammen und viel Material. Aber nochmal, da sind wir wieder beim Thema. Du fährst das Ding ja nicht nur 3 Tage oder 5 Tage in Urlaub, sondern du sollst das ja jahrelang fahren. Ja. Und wenn das hier nicht quietscht, hast du richtig Freude dabei. Okay. Oui, ça c'est le bruit, ça c'est un gros problème pour... Le bruit, c'est une grosse problématique dans le camping-car. Donc nous cherchons vraiment à atténuer les bruits dès le départ, dès la conception du véhicule.
Okay, also quietschen, rappern, irgendwas, das ist ein großes Problem für ganz, ganz viele Leute und sie arbeiten wirklich an der Qualität, damit so wenig wie möglich quietscht. Absolut. Also ich finde es beeindruckend. Hier sieht man auch die Technik. Das ist auch was ganz Besonderes. Das ist Le coffre électrique. Ja, das ist ein großer Schrank, also ein Elektrikschrank. Die Station précédente et qui est terminé ici. Nous avons un cadenas de sécurité aussi qui est mis à chaque fois pour éviter les chocs électriques que l'on pourrait avoir sur ligne. So, und das Ganze ist natürlich hier abgeschlossen, damit ja nicht passieren kann, dass hier 230 Volt draufkommen. Deswegen ist sogar ein Schloss hier drauf, hast du gesehen. Und das ist der ganze Elektrikkoffer und das ist auch was ganz Besonderes. Ça c'est une chose qui n'existe pas dans tous les autres. Ils ont pas une coffre électrique dans les autres camping cars. Là, j'ai pas les informations. Là, je pourrais pas dire. Ok. Ça c'est pas une grande chose parce que j'ai filmé beaucoup d'autres qui ont toutes les installations électriques dedans. Dedans, d'accord. Qui est pas disponible d'odeur. Nous, chaque véhicule a son coffre électrique avec une porte qui donne accès au coffre électrique en direct. Also alle haben eigentlich einen Schrank. Der von außen zugänglich ist, wo die ganze Elektrik drin ist. Was ich auch geil finde, sind hier diese Stahlwinkel, die verwendet werden. Die kenne ich nämlich, damit kann sogar ich arbeiten, ja. Die halten was aus. Die halten ja richtig was aus. Okay. Ist ja aber auch wichtig. Super. Quand on a mis les panneaux, le panneau droit, le panneau gauche et le panneau arrière, on passe à la station suivante où on va venir installer le lit pavillon par le haut et on va venir fermer la boîte avec le toit qui passe par-dessus et fermer toute la partie carrosserie supérieure. So, jetzt zeige ich es mal gerade. Also, wenn Sie die Seitenwände angebracht haben, dann kommt danach das Hubbett natürlich rein und dann erst das Dach. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Sollte. Ja, sonst hast du ein Problem. Kriegst du das Hubbett nämlich nicht mehr rein. Und hier vorne sieht man eigentlich sehr, sehr schön. Wir gehen mal hoch. Dass wir das Ganze mal sehen, wie hier oben die Seitenwand beschaffen ist und wie das Ganze hier wirklich nochmal ausgespritzt wird, damit es dicht ist. Ja. Das ist wirklich optimal verarbeitet. Und hier, guck mal, die Winkel, Karl. Ja, das hält natürlich, gell? Und guck mal hier überall die saubere Arbeit und so weiter. Das ist okay. Schon richtig gut. Super, wir gehen nochmal runter. Dann lasse ich dich wieder vorfallen. So, ja, ich falle vor, dass wir hier mal vorsichtig arbeiten. Sehr gut. Ein Glück, dass keiner mehr da ist, sage ich nur. So, und dann ist oben noch offen. Und das Einzige, was noch fehlt, il manque le toit. Oui, alors là, lundi, on va mettre le lit pavillon dans le véhicule. Also am Montag kommt das Hubbett rein. C'est le lit pavillon qu'on a vu là-bas. Je sais pas si tu te souviens. C'est le lit pavillon. Genau das Bett, was wir eben gesehen haben, das kommt anschließend rein. Et ensuite, on va fermer la caisse complète. Und danach wird das Ding zugemacht. Und dann sieht man das. Also jetzt im Moment, tu as beaucoup de lumière dedans. Ah oui, pour l'instant, oui, on a beaucoup de lumière. Mais quand on aura mis le toit, on aura beaucoup moins de lumière. Okay, super. Alles klar. So, und dann anschließend? Oui. La station suivante, on va venir faire toute la partie douche et cabinet de toilette. Okay. So, anschließend kommt die Dusche und Toilette rein. Et aussi, tiens, sur la station, sur cette station-là, on vient installer la capucine qu'on a vue au départ du film. Okay, und das ist hier dieses Teil aus GFK, was anschließend draufkommt. Das wird hier dann montiert. Le toit est déjà installé? Le toit est déjà monté et la capucine vient chapeauter le toit. So, und das Dach ist schon installiert. Das sieht man hier sehr schön. Und dann kommt anschließend hier les capucines, tu s'appelles ça? Oui, on appelle ça les capucines, okay. Oui. Die kommen anschließend drauf. Eine Capucine avec un sky view qui vient dessus pour avoir un maximum de lumière à l'intérieur de la cabine du camping-car. So, anschließend kommt so ein Skyview-Fenster drauf, die maximale Menge an Licht bietet, damit es auch möglichst schön hell ist in dem Fahrzeug. Super. Okay. Im Übrigen, wenn wir hier schon sind, einfach mal einen Blick nach hinten. Da ist die eigene Schneiderei, wo auch das ganze Leder und so weiter zugeschnitten wird. Ah, tu le cuir fabriqué ici? Oui, alors tout à fait. Oui, on a notre atelier de confection qui est ici, où on vient fabriquer toute la partie justement en nano cuir. So, das ist Leder. Alors, sur la gamme XL, on a des habillages qui se font avec du cuir, du vrai cuir. Ça, c'est okay. Du cuir de vache. Also, in der Serie XL haben Sie richtiges XL. Leder? XL, ja. C'est Calgary, Volga et Liner. Also, Liner, Volgary, Calgary und Liner, da haben Sie echtes Leder? Absolut echtes Leder. Okay. Et sur la partie Fiat, après, on a des simili-cuir, que l'on a ici derrière toi. So, hinter mir ist das vegane Leder. Simili-cuir, hein, qui se rapproche du cuir. Et on a tous les tissus
Die nous servent à faire les rideaux. So, und Stoffe und so weiter, die werden hier gemacht. Also hier wird alles selber geschneidert. Hier vorne sind die Stoffe, hier sieht man so ein kleines bisschen. Also alles wird selbst gemacht. Ce sont des spécialistes qui fait que ça. On a trois couturières et qui nous préparent aussi de chez notre fournisseur toute la partie banquette. Okay. Sur lesquelles les clients viennent s'asseoir dans le véhicule. So, durch die Zulieferer wird auch das Ganze professionell anschließend hergestellt. Okay, verstanden. On va retourner sur ligne. Oui. Pour finir la visite de la ligne. Oui, parce que c'est vendredi. C'est vendredi. Non, je fais une blague. C'est vendredi. Non, c'est super sans employé ici, parce que tu as moins de bruit, peut-être. Oui, ici, on a des conditions de travail qui sont quand même assez bonnes, puisqu'on a un atelier qui est très grand. On a un atelier qui est très lumineux aussi, comme on a dit tout à l'heure quand on était dehors. Donc, les conditions de travail sont bonnes. Lorsque le véhicule a fini sa ligne dite montante, il fait un demi-tour et il vient sur cette partie qui est la ligne de finition. On va venir faire toute la partie électrique du véhicule, raccorder tout l'électrique du véhicule. Ok, anschließend, nachdem es hier nämlich das Dach bekommen hat, vorne die Kapuzinerhülle, die oben drauf ist, das heißt der Spoiler, der drauf kam und alles gemacht ist, wird jetzt die ganze Elektrik eingebaut. Là, on va venir vraiment finir de câbler le véhicule sur toute la partie électrique. C'est pour ça là, on a toutes les pièces électriques qu'il nous faut. Et le véhicule, lorsqu'il sort de ce poste, il a l'éclairage autonome. Ok. So, die haben... Tu peux ouvrir ça? Juste pour voir. Là, il n'est pas fini. Il est non, pas c'est, fini, c'est pas grave. C'est juste pour voir. Attention la tête. Comment ils travaillent ici? Tu vois aussi une prise peut-être qui n'est pas encore branchée. On aura les prises, on aura le marchepied qui pourra sortir la prise du marchepied. On voit bien le coffre électrique et tout l'intérieur du véhicule. Les trous, ce sont les trous où vont être mis les spots du véhicule. La lumière. La lumière, oui, les spots lumineux. Also oben die ganzen Löcher, das ist für die Spots, die dann anschließend eingebaut werden. Also hier kommt die ganze Elektrik rein, in dem Platz hier, okay. Et à partir du poste 9, on va attaquer la partie finition du véhicule. On va venir faire la finition sur les soutes. Ok. Alors là, bon, ben voilà, là, la soute n'est pas encore faite. Soute, c'est quoi? La soute, c'est toute la partie arrière. Ok. Asso, die garage. Oui, c'est le garage, quelque part. Oui. On va venir mettre la cloison là. On va venir faire la cloison du haut, la partie soute. On a la protection qui a été mise. Et ensuite, on va commencer à attaquer la finition intérieure du véhicule. Ok, anschließend. Also, jetzt wird hier die ganze Garage fertiggestellt, mit den ganzen Einbauten, die hier drin sind, inklusive hier natürlich der Abdeckung hier fürs Bett, die noch eingebaut werden muss, und der Boden, der gemacht wird. Und anschließend geht es an den Innenausbau, la finition de l'intérieur. De l'intérieur, tout à fait. Anschließend geht es an den Innenausbau. Après, là, on est sur des camions où on va travailler lundi, donc on va venir travailler sur l'intérieur. Ils se ressemblent tous actuellement. Ok, sie haben es genauso jetzt stehen lassen, weil sie machen Montag weiter. Ja, absolut. Montag geht es frisch voran. Frisch voran, ich gehe mal rein, dass wir das sehen. Also jetzt ist es noch nicht ganz fertig. Et les gens, il faut qu'ils aiment le travail ici. Hein? Ils aiment le travail ici. On travaille beaucoup aussi. Chaque poste doit avoir mis ses protections, comme c'est le cas ici. Alors, ich sage das mal gerade. Vorne gibt es überall Schutz, der angebracht wird, damit ja nichts kaputt geht. Pour éviter les chocs, justement. Ja. On met des protections partout. Also überall wird nochmal geschützt. J'aime bien que tout le monde qui travaille ici peut voir les résultats définitifs après. Mm. Parce que normalement, si tu as d'autres usines, tu ne peux pas voir les résultats. Mais ici, tout le monde voit qu'est-ce qu'ils ont fait après. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voient le résultat de leur travail. Okay. Et d'ailleurs, chaque poste doit contrôler son travail avant de le donner au poste suivant. Okay, also, das heißt, die Leute sehen auch mal das fertige Ergebnis fix und fertig. Und das finde ich halt total wichtig, dass man nicht nur seinen eigenen Teil sieht. Et ce sont les gens fait toujours la même chose ou ils changent quelquefois les postes? Alors, on essaye vraiment de travailler sur ce qu'on appelle la polyvalence, pour que les gens, lorsqu'il y a une absence, on puisse remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Mais ils ont tous un cœur de métier spécialiste. Okay, ist natürlich so, dass der Elektriker nur Elektrik kann und so weiter, aber sie verfolgen das Ziel, dass Leute auch mehr Sachen machen können, damit falls einer mal krank wird, der eine den anderen ersetzen kann. Ja, das kann ja mal vorkommen. Jetzt kannst du natürlich aus dem, wie gesagt, jetzt ein Elektriker, kannst du wahrscheinlich keinen Schreiner machen, ja, aber... Wenig, okay. Wenig. Super. Das nächste Fahrzeug, da wird sich ein Kunde bei uns freuen. Warum? Weil das ist ein Fahrzeug, was zu uns geht, definitiv.
Ah, ça, c'est moitié pour lui, il a dit. C'est un client qui... Celle-là? Non, c'est celui-là. Ah, celui-là? Oh, c'est oui, Avila. Certainement, oui, certainement. Oui, on vend beaucoup pour la Marca, on fabrique beaucoup pour la Marca aujourd'hui. Also, ils machen ganz, ganz viel la Marca. Und den kennst du, hast du den selber konfiguriert? Oder? Nein, das ist für einen Kunden, auf den warten wir jetzt schon die ganze Zeit. Und ich wusste, dass der auf dem Band steht und ziemlich vor der Fertigstellung ist. Okay. Wenn ich das den Kunden zeige... Hm. Okay, so, ça, c'est une voiture de client qui attend déjà son voiture, il a dit. Eh bien, il l'aura très bientôt. Okay, super. Er wird ihn bald kriegen, hat er gesagt, ja. Das ist so. Also hier unten ist die Garage. Da sieht man, die ist jetzt schon, ça, ça c'est presque prêt. C'est ça? On est encore en cours. On a encore beaucoup de choses à installer puisque c'est un véhicule qu'on appelle un Elite Edition. Donc, il y a toutes les options. Le panneau solaire, le chauffage central, la climatisation de toit. Donc, on a vraiment un très gros véhicule ici. Also, das wird jetzt ein Fahrzeug volle Hütte, der alles hat. Und da gibt es noch einiges zu installieren, sagt er. Ja, ja, klar. Und das ist natürlich ein Avila. Das ist ja dieser bekannte mit dem Dreiraumsystem aus Elite Edition. Damit ist er natürlich mega, mega voll. Mega voll, il a dit. Tout gamme. Toute option. Also, Sie haben überall ein Kreuz gemacht, ja. Chaque véhicule a un classeur qui le suit avec son numéro de véhicule, le type de véhicule, l'ordre de fabrication, on voit bien que c'est un La Marca, et ensuite toutes les options qu'on aura à l'intérieur. Du hast nicht gelogen. Also es ist ein Auto von La Marca. Es ist ein Buch bei jedem Auto dabei. Da steht die Nummer drin mit allen Nummern. Du riechst das? Natürlich. Okay. Il a senza. Il a senza, c'est bien. Et donc la traçabilité de tout ce que l'on fait sur le véhicule est inscrite dans ce classeur. Okay, alles, was an dem Auto gemacht wird, wird in diesem Buch eingetragen. Ja, ich weiß. Okay. Also wird auch für jedes Fahrzeug aufgehoben. Man weiß also auch in 10 Jahren wieder elektronisch oder auch im Buch, was haben wir denn da damals eigentlich gemacht. Il a dit, après 10 ans, on peut voir dans le classeur et voir qu'est-ce qu'ils ont fait. On peut retrouver ce qui s'est passé dans le véhicule. Super. So, sollen wir mal ganz kurz reingucken für den Kunden? Einmal ganz kurz, mal gucken. Ja, machen wir kurz. Oui, just une minute pour les clients. Pour les clients. Die sind für montiert. Il a commandé les chaises luxe. Les chaises luxe. Tu as vu? Er hat auch Hängebeleuchtung bestellt. Hängebeleuchtung ist auch schon eingebaut. Also, das ist das Auto. Es ist noch nicht fertig, aber hier sieht man, es ist schon in einem wirklich sehr weiten Zustand. Elektrik ist schon eingebaut. Das ist dieses Mittenbad, was hier drin ist. Sassi, une version très très spéciale avec le bain dans la moitié. C'est une version Avila, oui. Avila où on a pour le marché allemand développé il y a 2 ans un véhicule qui s'appelle le Bilbao. Et maintenant on l'a développé sur un intégral qui s'appelle l'Avila où on a une spécificité, c'est la salle de bain centrale. Okay, er hat gesagt, das Fahrzeug wurde speziell für den deutschen Markt entwickelt und da gibt es, also Avila heißt das Fahrzeug und das hat ein Zentralbad und das ist die Besonderheit. Et la première fois tu as vu cette version, qu'est-ce que tu as pensé? Alors moi j'ai beaucoup aimé cette version, pour la salle de bain centrale. Okay. Also er hat gesagt, er mag das total wegen der zentralen Anordnung des Bades. Also das ist ja auch interessant. Manchmal passiert es ja auch, quelquefois, ça arrive que il y a une version pour l'Allemagne qui a très succès en France peut-être. Oui, le Bilbao. Bilbao, den hast du auch entwickelt, läuft in Frankreich auch sehr gut. Das heißt, du machst die Entwicklungsarbeit auch ein bisschen mit. Indem ja, wir machen ziemlich viel mit, von Ideen, von Grundrisse. Und Bilbao, Avila, das sind 2 Kinder von uns eigentlich. Am Anfang war jeder der Meinung, die gehen nie. Und das sind Bilbao, ist ein Renner in ganz, ganz Europa. Super. Bilbao, il a dit, il a produit un peu d'avec notre ensemble produit Bilbao, c'est ça. Qui est très succès, qui a un grand... Qui est un succès en Allemagne. Oui, succès en Allemagne, même en Europe, il a dit. Même en Europe, oui, ça commence à se développer en Europe. Super. Ici? Ici, on a une station, justement, où on fait toute la partie contrôle qualité. On va venir contrôler la plomberie et contrôler l'électrique en fonctionnel. On vient vérifier si tout fonctionne correctement. Tu fais quoi dans la toilette? Grand et petit? On met de l'eau, c'est tout. 1 et 2. On fait ni 1 ni 2, on fait juste avec de l'eau. Okay, er hat gesagt, also er macht nicht 1 und 2 rein, sondern sie machen nur Wasser rein. Ja. Also sie testen aber hier alles. Hier wird die Qualitätskontrolle gemacht. Si tu trouves quelque chose, ce sont des autocollants. Ce sont des autocollants qui il fait des autocollants rouges sur les. Quand on fait les contrôles électriques et quand on fait les contrôles plomberie, si on trouve un défaut, on le corrige immédiatement.
Okay, es wird sofort repariert, wenn Sie irgendwas finden. Da wird kein Aufkleber drauf gemacht, sondern wenn irgendwas passiert. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man die Elektrik und natürlich die Installationen prüft. Wenn da irgendwas später rausläuft, der Kunde hat da keinen Bock drauf, oder? Und ihr schon zweimal nicht. Nein, ja? Überhaupt nicht. Wir stehen ja immer zwischen Kunden und Werk. Erklär es den Kunden, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das ist am Anfang das größte Problem. Und lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, kosten Produkte ein bisschen mehr, und es ist kontrolliert und es ist fünfmal kontrolliert, als wie das Ding steht bei uns oder beim Kunden noch schlimmer und es funktioniert was nicht. Il a dit, c'est mieux que tu payes un peu plus pour la contrôle. Et après, tu as aucun problème avec les produits. Parce qu'il a dit, quelquefois, il vient des voitures, on a besoin encore 15 heures pour faire des réparations, pour compléter la voiture, parce que tous les parts sont dans la voiture qui ne sont pas encore installées, parce qu'ils n'ont pas des latents. Alors qu'ici, nous, on a des véhicules. À partir du moment où le véhicule part chez le concessionnaire, il est prêt à l'emploi. Okay, also die sind fix und fertig einsetzbar. Das heißt, er sagt, die Nacharbeit ist eigentlich sehr gering. Absolut. Okay. Es gibt Hersteller, da musst du 12 bis 14 Stunden nacharbeiten. Ich habe gerade gesagt, 15. Ja, genau. Du kennst das ja. Und hier, das Ding kommt dekoriert, wir waschen den noch, übergeben den. Es gibt Hersteller, die legen dir die Bauteile, die du noch einbauen musst, rein. Das zu genügend, ja, genau. Also das ist aber, weil sie nicht lieferbar waren, muss man auch dazu sagen. Ja. Okay, super. Komplett perdu. So, ich bin komplett perdu. Là, on est au Péron, c'est là le contrôle qualité en fait. So, das war jetzt die Qualitätskontrolle ici même. Oui, le contrôle qualité après se fait ici, le contrôle qualité du véhicule. On vient contrôler vraiment le véhicule, comme on a dit, en partie plomberie, en partie électrique. Et en partie, on vient contrôler aussi l'esthétique du véhicule. Okay. Et c'est là où on peut mettre effectivement des gommettes jaunes pour reprendre le véhicule. On a un contrôle ligne aussi. Nous, on fait un contrôle. Mm-hmm. La ligne de production fait son contrôle pour s'assurer qu'on a fait les choses correctement depuis le début du travail. Ok, Sie gucken also hier wirklich nach, pénible genau, das hier, also ob Ihnen das gefällt, ja. Genau. Da wurde was gefunden, jetzt als dem Beispiel, Aspekt visuell, pas de rayures, pas de bosses, quelque chose comme ça. Ça, ça c'est très important. Si, ça, c'est très important, si tu achètes une voiture pour un tel prix, que tu recevoir, il faut être 100%. Il faut être 100% propre, il faut qu'on ait des panneaux qui soient le plus propre possible. Ja. On a notre qualité de panneau, justement, haut de gamme, qui est demandée à notre fournisseur. So, er hat gesagt, also es muss 100% toll sein. Hier vorne sieht man auch, da hat er was gefunden. Also da waren so Kleinigkeiten. Ça, ça c'est pas une grande chose, mais on peut faire une réparation, on peut tout, mais il faut voir tout. La réparation sera faite chez nous, bien sûr, avant envoi chez le concessionnaire. Okay, also bevor das irgendwie an dich ausgeliefert wird, checken die schon mal, ob hier irgendwas dran ist, was dich stören könnte. Ob das ein kleiner Punkt hier oben ist oder hier oben ist eine kleine Delle drin, die wird dann repariert. Also es kann ja immer mal passieren, ja. Es ist wirklich ein Novum in dieser Branche, so wie hier gebaut wird. Ich kenne ungefähr 15 Werke, aber es gibt momentan nichts Vergleichbares, wo so penibel gearbeitet wird. Also ich habe ja Tabat gefilmt, muss ich fairerweise sagen. Die haben auch eine Qualitätsendkontrolle, die ist schon sensationell. Aber die machen natürlich Fließband, muss man schon sagen. Das hier sind ja Stationen. Tabat hat wirklich ein Fließband, was durchgeht. Und da haben wir während der Kontrolle mit dem Werksleiter haben wir auch Fehler gefunden. Das war ganz witzig. Hat er gesagt, nee, das da fliegt raus. Und da haben die Leute ganz viel Aufkleber drauf gemacht. Es wird auch viel nachgearbeitet. Aber hier muss ich schon wirklich sagen, das ist schon viel Handarbeit, die hier angelegt wird, oder? Ja, und es wird wenig nachgearbeitet, weil die Dinger in jeder Station eigentlich schon relativ perfekt gebaut werden. Okay, super. Et on a aussi pour le confort de conduite développé un système de caméra 360 degrés, où lorsque le conducteur est à bord de son véhicule, il y a un écran qui lui montre entièrement son véhicule. Ah, ça c'est directement livré par l'usine. Une, okay. Deux, trois, quatre caméras de chaque côté du véhicule. Vier verschiedene Kameras, Bird View, Rundumsicht von oben, das wird direkt ab Werk. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, weil sowas nachzurüsten immer viel Aufwand. Ja. Fast keine Chance. Ja. Um es richtig zu machen, fast keine Chance. Okay, super. Et là on arrive sur le dernier poste. Das ist die letzte Station. Qui est le poste de finition, où on va venir faire toute la partie jointage du véhicule. Also hier wird alles nochmal... Jointage, c'est ce que c'est. Jointage, ce sont les petits joints que l'on peut avoir pour éviter aussi toute la partie bruit. Hier werden die ganzen Fugen gemacht. Ja, über die wir immer wieder gesprochen haben. Parce que je parle toujours de jointage. Oui. Parce que tu vois toujours des jointages, des petits jointages qui sont sur tout la voiture. Sur tout le véhicule, effectivement, on fait du jointage là où c'est nécessaire. Et ensuite, on vient finir d'installer tout
les accessoires du véhicule. La table est installée sur ce, sur ce poste-là. Et ensuite, ça part dans la pré-P12 où on vient faire la partie finition et nettoyage comme on a vu tout à l'heure. Je dois voir ça? Alors, celui-là, on va travailler dessus lundi. Il n'y a pas de table encore. Also, hat gemeint, là, also, der Tisch ist noch nicht drin. Der wird wahrscheinlich noch kommen. Aber wir können ja mal gucken. Hier vorne sind jetzt noch keine. Ils n'ont pas encore fait les joints d'âge, ça vient. Lundi, on fera les joints. Là, on ne les a pas encore fait. Ok. Also, das sind die ganz kleinen Dichtungen, die hier alle eingebaut werden. C'est une personne qui fait seul ça. On a une personne sur ce poste-là, oui. Ok, parce que ça, c'est très, très nécessaire pour faire ça. Et ça c'est une petite erreur. Ça, c'est une très grosse erreur, même, on va dire, qui sera réparée dès lundi. Ok. Am Montag wird das auch noch repariert. Wichtig ist ja hier, dass die Wagen zu 100% perfekt rauskommen. Il est très important que la voiture sort l'usine. Ça, c'est 100% prêt. Oui. Il n'y a pas d'erreurs et d'autres choses. S'il arrive ici quelque chose, ce n'est pas un grand problème. On peut faire une réparation avec tout. On peut toujours faire la modification dans l'usine avant que ça parte chez le client. Ok. Parce que tu as fait une préparation de cette erreur juste pour moi, pour m'en montrer qu'il arrive quelque chose. Non, tu vois, ça c'est vraiment du live parce qu'on voit que ce n'est pas fait exprès. Ok, hat gemeint, das ist jetzt mal live. Das kann immer mal passieren, da war jetzt ein kleiner Kratzer drin, der irgendwie da ist. Ich finde es cool, weil alle Autos, die ich gesehen habe bisher, die sind so perfekt verarbeitet. Und, on prend quelquefois notre. Comment est-ce qu'on dit, si tu fais ça avec la voiture? Une test en. Mein Gott, wie sagt man das? Je fais comme ça pour montrer la qualité. Pour la qualité, le bruit. Oui, le bruit. C'est du costaud, oui, on dit que c'est du costaud. Also, das ist sehr haltbar, hat er gesagt. Und costaud heißt stabil. Costaud heißt stabil. Ja, stabil, also stark. Okay. Stark heißt es eigentlich. Okay. Ja. So, das ist, ich bin immer wieder überrascht, ja, dass ich auch jetzt, was haben wir gemacht? 1:15. Okay. 1:15, on est maintenant sur la montre. Et, ben là, on est arrivé au bout de la visite. J'espère que le film vous a plu et que la visite vous a plu aussi. So, hat mich gefragt, ob es uns gefallen hat. Hat es uns gefallen? Es ist immer wieder sehenswert. Ich bin jetzt jede 2-3 Monate hier, aber es ist immer wieder, auch wenn wir Besucher mitbringen oder Händler, die fallen alle immer vom Glauben ab. Und du siehst selbst die Qualität, du siehst, wie gebaut wird. Es ist Il a dit, tu es grandiose, tu es un spécialiste sans comparaison. Non, il a pas dit ça. Mais il a dit, chaque 3 mois, il est ici et c'est une grande expérience pour lui, même pour les visiteurs, pour voir comment les camping-cars sont fabriqués ici. D'ailleurs, quand on fait, et c'est le cas ce week-end, on a des visites d'usines qui sont là avec des clients. Et les visites d'usines sont extrêmement appréciées pour découvrir justement l'univers de fabrication. Ça coûte cher? La visite? La visite? Ah non, les visites sont organisées par des concessionnaires. Ah, par les concessionnaires. Oui. Ok, super. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Frédéric. Frédéric, aus dem Werk von Notin. Wieder mal den Namen vergessen, aber Karl, dich kann ich gar nicht mehr vergessen. Karl Schlössel von La Marca. Und wenn Sie so ein Auto mal kaufen wollen, dann fahren Sie nach Landsberg am Lech oder zu einem deiner, ich glaube, 11 Händler mittlerweile in Deutschland. 9 Notin-Händler und insgesamt 13 in Europa, also außerhalb Frankreich. Wo noch in Europa? Ach, wir haben Rumänien, Bulgarien, baltischen Länder, Österreich, Schweiz. Ja. Vielen Dank. Merci beaucoup. Danke. Au revoir. Bye bye. Au revoir.